Hallo, ich bin StrayKing3x und ich spiele wieder mal eine Runde LOL. Diesmal kein Let's Play oder ähnliches, sondern diesmal auf dem Beta-Server. Ich werde es da zeigen, jetzt der Beta-Server, da werden halt die ganzen Änderungen getestet, was es alles kommt. Mein Ping habe ich jetzt, wenn man da jetzt oben sieht, um die 200. Also richtig spielen kann man da nicht, man kann schon spielen, aber 200 Millisekunden Verzögerung ist nicht gerade sehr nice. Aha, gut. Und jetzt werde ich mal zeigen, was jetzt so veränderungsmäßig ist. Es gibt ein paar Remakes von den Champions, zum Beispiel Renekton, Caitlyn und so weiter, die kann ich jetzt nicht gerade zeigen. Aber ich kann das Ruhebild zeigen. Mir kommt vor, die Haupttower sind leicht verändert. Man, ich könnte mich jetzt täuschen, aber vom, was ich mir jetzt sehe, sind die Köpfe anders. Der Nexus schaut, wie es ausschaut, auch jetzt anders aus. Könnte mich nämlich auch täuschen, aber. Also, es wird wieder ein bisschen rumgebastelt. Und es wäre ein bisschen das zeigen, was noch alles verändert wird. Man, auf dem Beta-Server kann eigentlich jeder zugreifen, nur man hat halt 200 Ping. Standardmäßig. Und es werden nur gewisse Zahlen von Spielern rauflassen. Ich glaube 1000 Stück oder was werden da höchstens raufgelassen. Auf dem Beta-Server und es gibt nur einen einzigen Server überhaupt. So also nicht sagst, dass jetzt da ein West- und Ost-Server gibt oder was. Es gibt nur einen einzigen Server. So, dann spielen wir mal eine Runde. Da war gleich nicht viel erzählen. Außer man sieht jetzt, wenn man jetzt auf die Karte schaut, die Symbole für die Monster im Jungle sind umgeändert worden. Schon alles aus wie so kleine Füchse. Jetzt haben sie es umgeändert, schaut recht nice aus. Jetzt haben sie darum umgeändert, das werde ich dann zeigen, wenn einmal der erste gestorben ist. Weil es gibt noch ein Spezial bei der Karte unten. Ja, muss ich leider verstirbt. Sonst sieht man das nicht. Ja, so überlegt das Team, denke ich, bescheid aufgestellt. Man, auf den Beta-Server, ich jetzt gerade bin, da werden auch die ganzen Champion, die was neu rauskommen, werden jetzt zum Test freigegeben. Das heißt, man kann sie günstig, sozusagen fast gratis, bekommt man sie. Man kommt jetzt bei den Server immer Punkte gut geschrieben, dass man jetzt wie gesagt testen kann und die neuen Punkte kosten so gut wie gar nichts. Das ist halt null Support habe hier auch. Das merkt man dann schon. Und nicht zwar Support gleich Level 30 und so weiter, aber richtig spielen kann man darauf nicht. Dass wirklich 200 Millisekunden Verzögerung extrem sind. Schon lange, wenn man Singer Ulti aus einsetzen muss, oder zwar bei Caitlyn den ersten Schuss. So. Es ist einer gestorben. Wo ist der gestorben? Hä? Sieht man das? Das ist gerade nicht. So. Da sieht man oben auf der Karte ein Totenschädel, wo der Gegner gestorben ist. Das gleiche passiert auch mit dem anderen. Wenn es auf der Kollege stirbt, sieht man genau, wo der Kollege gestorben ist. Bis er wieder gelebt wird. Wiederbelebt wird. Ist extrem nützlich teilweise. Das
sieht man zum Beispiel, okay, jetzt ist einer gestorben, dann schaut man schnell, wo der hin ist. Sieht man gleich auf der Karte, wo er gestorben ist. Jetzt zum Beispiel wirklich jetzt dann beim Chunk oder was, man ist gleich schneller. Jetzt rechts mal setzt sich dein Ward rein. Was gibt's noch? Ich meine, sonst gibt's eigentlich eh nicht mehr so viel. Ein bisschen hier, ein bisschen da verbessert. Die Symbole sind anders. Bei der Auswahl ist jetzt zum Beispiel auch so, da haben wir dann beide Beschwörerzauber jetzt einzeln aussuchen kann und nicht immer beide gleichzeitig. Auch nicht schlecht ist. Ich glaube gerade mal so wie ein paar Kleinigkeiten noch verändert wurden. Nichts Extremes. Wir müssen das unterladen. Da stirbt was uns weg. Ach, was ist? Gibt's eigentlich eh nichts Neues. Ich muss auf die Schnelle verlassen. Ich meine, ich werde jetzt vielleicht hin und wieder mal solche Sachen jetzt hochladen, wo ich sagen kann, ja, man sieht, was Neues kommt, wie der neue Champ vielleicht ist. Aber gerade so, weil ich jetzt das kann. Das so machen. Aber ich glaube, mehr braucht das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Darum sage ich jetzt gleich Tschüss und ich halte euch am Laufenden.